herzlich willkommen. Wir werden uns heute mit dem Thema Empfängnis, Schwangerschaft beschäftigen. Und da geht es jetzt um den kreativen Prozess an sich. Und meines Erachtens nach hängt jeder kreative Prozess, läuft ähnlich ab. Das eine ist die Möglichkeit einmal, ich bin empfänglich, ich werde offen, ich werde passiv, ich werde weiblich, dass ich neue Ideen empfangen kann. Und das andere ist dann natürlich auch diese Ideen, die auf mich einprasseln, die ich da empfange in meiner Hingabe, in meiner Weichheit, in meiner Passivität, die sammle ich dann und setze die dann in mir wie ein Puzzle zusammen und habe dann eigentlich so wie einen Geburtsvorgang. Wie bei einer Geburt ist es eigentlich, dass ich mich dann zurückziehen muss mich dann reduzieren, also wo ich vorher zuerst ganz offen bin und für alles offen bin und meine Ideen sammle, muss ich mich dann irgendwann einmal reduzieren, abgrenzen nach außen hin und meine eigene Kreatur, meine eigene Geburt, mein eigenes Projekt auf die Erde bringen. Und dieser Gebärvorgang, dieser Geburtsvorgang ist immer ein sehr individueller und ist immer ein sehr, ich nenne das jetzt einmal ein einsamer Vorgang, denn da lässt man niemanden teilhaben, da kann man oft niemanden teilhaben lassen, weil das ist dann dein individuelles auf die Welt bringen und du musst das dann auch machen. Und das sind so diese beiden Gegenpole von dieser Schöpfung, dieser Geburtsvorgang, wo man ein bisschen sich reduzieren muss, vielleicht auch einen gewissen Druck aufbauen muss, dass das wie bei einer Geburt, wie bei einem Kind auf die Erde kommen kann. Und das sind so diese beiden Energien und diese beiden Pole. Und wenn wir das einmal ein bisschen heraus haben, haben wir eigentlich auch schon also einen wesentlichen Bestandteil unseres Lebens verstanden. Weil es geht dann einfach darum, dass ich sage, wenn ich etwas Neues empfangen möchte, muss ich zuerst einmal offen sein. Das ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt automatisch da, sondern ich lasse mich mal inspirieren. Ich muss wirklich in meinem Alltag mich von allem inspirieren lassen können. Und das ist ja auch das, was wir in der Energetik, beziehungsweise auch dann in der Esoterik, muss man sagen, auch hat, wo ich sage, ich habe da gewisse Bilder vielleicht von Heiligen, ich habe gewisse Symbole, gewisse Statuen, gewisse Tarotkarten, die für mich einfach ein Inspirationsmittel sind. Und da kann dann die Inspiration eben herkommen, aus welcher Ecke auch immer. Das kann natürlich dann auch durch ein Gespräch mit einem Freund sein, das kann durch einen Spaziergang sein, durch einen Vogel, den ich zwitschern höre, wie sich die Blätter im Wind bewegen. Also das kann auch durch einen Baum kommen, das kann durch ein Gespräch kommen, das ich höre, das ich wahrnehme. Also das kann dann durch alle möglichen Impulse, kann diese Inspiration dann kommen, was man dann zusammensammelt und was dann auch reinpasst in das eigene Projekt. Wichtig ist nur, dass wir in diesem ersten Abschnitt einmal diese Öffnung hinkriegen. Das heißt, ich möchte inspiriert sein, was kann ich denn tun? Und viele Leute fragen mich ja dann, ja, was soll ich machen, was soll ich arbeiten zum Beispiel, was kann ich, was würde Sinn für mich machen? Und wenn ich da gerade keine Idee habe, ist es eben gut, sich einmal zu öffnen und dann neue Impulse zu empfangen. Und die Idee kommt dann, vielleicht aus einem Fernsehinterview, die man sieht oder aus einer Zeitschrift, einer Gazette, die ich gerade lese, oder vielleicht stolpe ich über eine Annonce, die mich dann interessiert. Ja, gerade wenn ich auch die Frage habe, keine Ahnung, ich möchte jetzt meinen Wohnort wechseln. Vielleicht finde ich dann, wenn ich da aufmache, ganz beiläufig auf einmal eine Idee. Ja, wo soll ich denn hinziehen oder was soll ich denn machen? Und der Grundgedanke ist einmal, und das wollen wir dann bei dieser ersten Übung, bei dieser ersten Meditation einmal machen, dass überall Inspiration ist. Überall ist etwas, das mich inspirieren kann, wenn ich den Mut habe, aufzumachen. Warum mache ich jetzt nicht auf? Weil da ganz oft diese Blockade reinkommt, dieses ich mache immer wieder dasselbe. Erwarte dann zwar neue Ergebnisse, aber mache in meinem Grunde, wiederhole ich mich permanent.
ich schaffe keine neuen Ereignishorizonte, ich schaffe keine neuen Erfahrungen, sondern ich erlebe immer wieder dasselbe. Das ist auch dann bei Leuten, wo sich dann die dann in der Beziehung einmal hängen, die haben immer dieselben Muster, haben immer ähnliche Gespräche und wundern sich dann, dass dann nichts Neues rauskommt, dass sich da nichts ändert. Und das ist eben so wichtig, dass ich sage, okay, den Mut einmal aufzumachen. Warum mache ich nicht auf? Weil ich natürlich auch gewisse Prägungen in mir habe, gewisse Muster in mir habe und weil es bequem ist. Es ist schlicht und ergreifend für dich bequem, dasselbe wieder zu käuen und zu wiederholen, bevor du was Neues machst. Weil das Neue ist immer ein Wagnis. Und da bleiben auch so viele hängen. Weil sich das Neue immer ein bisschen komisch anfühlt, ein bisschen unangenehm anfühlt. Natürlich, weil es noch nicht vertraut ist, ja. Aber gerade deshalb sollten wir ja diese Schritte gehen. Gerade deshalb sollten wir uns ja wieder zu Neuem herausfordern, weil wir dann einfach wieder neue Herangehensweisen finden. Aber dass sich das von Anfang an gut anfühlt, ist natürlich, da würden wir uns überfordern. Wenn ich dann Leute habe, die sagen, ja, ich habe da ein Bewerbungsgespräch und jetzt fühle ich mich da nicht sicher. Naja, natürlich fühlt man sich da nicht sicher. Das ist eine völlig neue Situation. Und man ist wieder nervös, weil man wieder zu anderen Leuten kommt, zu einer anderen Firma kommt. Und da ist es auch gut und völlig okay, dass ich da davor einfach einmal ein bisschen nervöser bin. Ich kriege dann schon mal eine Routine rein. Das kommt ja dann. Aber ich kann nicht erwarten, dass das automatisch geschieht. Und deshalb ist es eben wirklich so, diese Schwelle, dieses ich bin jetzt mal offen für Neues, für eine Inspiration, egal auf welcher Ebene, braucht einmal ganz viel Mut. Und das kann ich übersetzen eigentlich auf alles. Das kann ich genauso dahin übersetzen, auch auf den Mut von einer Frau zur Mutter zu werden. Das heißt, dass ich bereit bin, jetzt einmal ein Kind zu empfangen. Das kann ich eben auf einen kreativen Prozess ummünzen. Das kann ich auf Alltagsdinge ummünzen. Weil das heißt ja nicht, dass wir unseren Alltag nicht mit Kreativität füllen können, nicht kreativ leben können. Im Gegenteil, ich halte sogar für unumgänglich, dass wir unseren Alltag kreativer gestalten und einfach auch freudvoller gestalten, weil wir einfach viel mehr dann davon haben. Also wenn wir immer wieder dasselbe wiederholen. Durch Wiederholung kommt eine gewisse Müdigkeit rein. Und das wäre dann unterm Strich eine Lebensmüdigkeit. Ich bin dann müde vom Leben oder von der Art, wie ich mein Leben gestaltet habe. Und das will man ja verhindern und oder sollte man verhindern wollen. Und deshalb ist eben diese Öffnung für das Kreative etwas ganz, ganz Wichtiges. Jetzt steckt nicht in jedem ein Maler, ein Dichter oder ein großer Musiker oder der Wahnsinnspoet. Aber man kann jeder in seinem Rahmen das Leben kreativ gestalten. Ich kann genauso Mutterschaft kreativ gestalten. Ich kann meinen Arbeitsplatz kreativ gestalten. Ich kann meine sozialen Kontakte kreativ gestalten und führen und mal was Neues machen. Und dafür brauche ich eben einen gewissen Mut natürlich auch, in dieses Neue zu gehen, dieses Ungewohnte anzunehmen. Ich bin das noch nicht gewöhnt und deshalb ist es gut. Also eine Nervosität, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, ich mache dann einfach was Neues. Und manche Leute können das besser verstellen als andere, diese Nervosität. Bei denen glaubt man immer, okay, das ist die marschieren da jetzt durch. Ja gut, jetzt fällt mir leider nur eine Zweite Weltkriegsanalogie ein. Ist jetzt keine Ideologie von mir, wie Rommel nach Paris gefahren ist mit seinen Panzern, ja, sondern einfach mal durchmarschiert ist und da glaubt man, okay, die haben da überhaupt keine Probleme damit. Aber in Wirklichkeit muss jeder diese Schwelle übergehen. Die einzigen, die heute halt recht, die was tun, die Unternehmer sind, die lernen heute halt diese Schwelle leichter zu überschreiten und sich immer wieder herauszufordern. Das ist dann der Unterschied zu jemandem, der noch nie etwas gemacht hat. Da ist es natürlich schwieriger. Oder der von sich selbst heraus lange gewartet hat, passiv war, geschaut hat, was kommt denn von außen daher. Die tun sich dann natürlich schwerer.
Die warten dann oft einmal auf einen Impuls im Außen. Ja, ich warte jetzt, hatte ich jetzt auch die Woche mal eine Sitzung mit einer Klientin und da ging es eigentlich nur darum, dass die ja, in ein veritables Burnout reingerauscht ist. Und nur deshalb, weil die halt schon, die weiß schon seit 2 Jahren, der Job passt nicht für sie, aber sie hat halt gewartet. Sie hat gedacht, irgendwann wird er mich schon raushauen. Und hat aber von selber, ist die nie tätig geworden. Und die steht natürlich dann da und sagt, na gut, ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin soll, weil so schlecht ist es ja dann doch nicht. Aber jetzt ist halt dieser Eklat gekommen und die Kündigung ist ausgesprochen und die steht jetzt völlig perspektivenlos und kraftlos da, weil sie halt einfach zu lange zugewartet hat. Die hat diesen Kontakt zu diesem Inneren, zu diesem inneren Lust- und Freudenprinzip völlig verloren, weil sie es nicht gelebt hat. Das ist ja nicht weg, das ist nur nicht gelebt. Das ist genauso, wie wenn ich sage, okay, ich mache jetzt keine Ahnung, kein Muskeltraining beim Arm. Die Muskeln im Arm sind ja da. Die sind halt nicht trainiert, die kann ich ja trainieren und dann wird es auch wieder. Aber am Anfang wird es halt wahrscheinlich unangenehm sein, werde ich einen Muskelkater haben und werde mir denken, oh Gott, das ist was Furchtbares. Aber letzten Endes baut sich es ja wieder auf. Und deshalb schauen wir jetzt immer mal, dass wir diesen ersten Schritt, dieses Mut überhaupt einmal kreativ zu sein, kreative Lebensführung zu haben, Mut, dass wir uns inspirieren lassen, dass wir Neues empfangen können, dass wir das einmal umsetzen. Und das werden wir jetzt gemeinsam in einer ersten Meditation machen. Das heißt, es ist jetzt wirklich dieser Mut zu empfangen, Mut passiv zu werden, offen zu werden für Inspiration. Das ist so dieser erste Schritt eines Geburtsvorganges, eines jeden Geburtsvorganges. Und jetzt werden wir uns noch so kurz vorbereiten. Das heißt, du kannst jetzt mal so deine Augen schließen und mal tief einatmen. Und wieder ausatmen und tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und erlaube dir jetzt mal, dass sich jede Faser in deinem Körper entspannt. Und besonders achte auch darauf, dass sich dein Rücken entspannt. Wir fangen an beim Nacken, bei den Schultern. Und wir wollen da jetzt mal ganz viel Freiraum, Freiheit spüren. Und das können wir visualisieren über ein weißes Licht, das jetzt in unseren Rücken einfließt. Also dieses weiße Licht fließt jetzt in deinen Rücken ein und reinigt einmal alles, was dich jetzt im Moment belastet. Alles, was du auf deinen Schultern trägst, wird jetzt von diesem Licht gereinigt und entfernt. Und du spürst jetzt, dass dieses Licht sich bündelt, also es fließt in einem großen weißen Strahl über deine Schultern ein. Wirklich von hinten in die Schultern, richtig breit. Das sieht fast so aus wie prächtige Engelsflügel. Und konzentriert sich dann an deiner Wirbelsäule entlang. Da fokussiert sich jetzt dieses strahlende weiße Licht und gleicht jetzt mal deine Wirbelsäule aus. Und das fließt jetzt von deinem Brustbereich über so den mittleren Rücken hinunter bis zu deinem Becken und Steißbein. Und du spürst jetzt, dass dieses weiße Licht sich in deinem Becken plötzlich ausbreitet, explosionsartig ausbreitet und es löst sämtliche Verankerungen mit der Vergangenheit.
Es löst deine Wurzeln aus den Blockaden und Verankerungen der Vergangenheit, die du jetzt nicht mehr benötigst. Es trennt dich daraus. Alte abgestorbene Wurzeln, alte abgestorbene Äste fallen jetzt weg. Und du richtest dich in diesem Augenblick neu aus. Du spürst, dass nach hinten hin kein Halt mehr ist, aber das ist nicht unangenehm, sondern es ist das Gefühl einer Freiheit. Und du spürst jetzt, wie sich nach vorne hin das Licht mehr und mehr ausbreitet. Aber das vor dir, merkst du auch, ist kein Weg, der geschrieben ist. Da ist nichts vorgegeben, da ist nichts vorgezeichnet. Da gibt es keine Schicksalhaftigkeit in diesem Augenblick, sondern das ist wirklich wie ein leeres, weißes Blatt Papier, das vor dir liegt. Und du alleine zeichnest den Weg ein. Du entscheidest, was auf diesem Blatt entsteht. Und du spürst, dass du alle Möglichkeiten in dir trägst, dieses Blatt mit Leben zu füllen. Und je mehr du dieses Blatt mit Leben füllst, mit Farben füllst, umso erfüllter ist auch dein Leben und deine Zukunft. Und nun spürst du in dir den ganz tiefen Wunsch, neue Farben auf dieses Papier zu bringen. Du kennst vielleicht gewisse Rottöne, Orangetöne, Grüntöne, aber du bittest jetzt darum um neue Farben. Farben, die du so vielleicht noch nie wahrgenommen hast, dass du diese Farben jetzt in deinem Leben aktivieren kannst. Ich bitte jetzt um die Inspiration, neue Farben in mein Leben einzuladen. Denn dieses weiße Licht, das in dir ist, hat alle Farbtöne in sich. Und du spürst, dass sich etwas in dir öffnet. Und du spürst, dass die alten Farben und die dir bekannten Farben neu gemischt werden können, natürlich. Und du spürst auch, dass die überhaupt nicht schlecht sind. Vielleicht sind manche Farben auszutauschen, vielleicht sind manche Aspekte in deinem Leben zu einer Blockade geworden. Das ist völlig in Ordnung. Denn die werden jetzt ganz einfach aus deinem System entfernt. Vielleicht hängst du noch an manchen Farben und denkst, die brauche ich vielleicht noch. Die müssen sein. Aber dieses innere Licht zeigt dir jetzt genau, welche Farben du nicht mehr benötigst und welche Farben jetzt aus deinem Leben gehen dürfen. Und du lässt es jetzt geschehen. Ich vertraue der Weisheit dieses inneren Lichts. Und du atmest jetzt tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und dort, wo alte, staubige, eingetrocknete Farben aus deinem Leben entfernt werden, füllt sich das sofort mit goldenem Licht, fließt Heilung rein, fließt weiter rein, fließt wieder neue Kreativität ein. Und in diesem Augenblick spürst du, dass du einen Schritt nach vorne gemacht hast, dass du eine Schwelle überschritten hast.
So als wären diese alten Farben wirklich ein Hügel gewesen, eine Schwelle. Du spürst, du bist darüber geschubst worden, du bist darüber gegangen auch. Und du merkst jetzt, dass du auf einmal mitten in einer neuen Energie stehst. Und genauso wie es ist, wenn du in ein unbekanntes Land reist, wenn du an einen Ort kommst, wo du noch nie gewesen bist, nimmst du dir jetzt einfach Zeit, dich zu orientieren. Und diese Zeit hast du, denn es ist ein wunderbarer Ort, wo du bist. Du setzt dich vielleicht in ein kleines Kaffeehaus, wo du den Ort überblicken kannst, die Straßen überblicken kannst. Und du kannst dort jetzt deinen Kellner nach dem Weg fragen, aber du bleibst jetzt einfach mal und verweilst. Und ganz entspannt, Schritt für Schritt, formt sich deine Orientierung, gewöhnst du dich und bekommst etwas mehr Boden unter den Füßen. Und du weißt ja, dass du jetzt auf einer Reise bist, ganz neue Farben in dein Leben zu bringen. Und du kannst diesen Kellner fragen, wo findet man denn hier neue, interessante Farben? Und er sagt, naja, du kannst dort auf diesen Hügel raufgehen, da gibt es tolle Farben. Du kannst darunter zum Strand gehen, da gibt es tolle Farben. Du kannst überall hin, wo du möchtest. Du bleibst jetzt noch etwas und entscheidest dich jetzt mal, ein bisschen auf so einen angenehmen Hügel zu gehen. Und du gehst und du hörst dort ganz bewusst Vögel zwitschern. Du spürst den Wind auf deiner Haut. Und du merkst, dass sich die Luft klarer anfühlt, dass es fast keine Mühe kostet, bergauf zu gehen, dass du da ganz leicht Schritt für Schritt gehst, einen Schritt nach den anderen setzt. Und du spürst, dass du von unendlich vielen Farben umgeben bist. Und diese Farben sind fast wie so Lichtorben, wie so Lichtkugeln um dich herum, wie Seifenblasen. Und das sind ganz, ganz neue Farben. Und vielleicht haben diese Farben sogar Düfte oder Klänge. Vielleicht sind diese Farben Musik. Vielleicht sind diese Farben ein gewisser Geruch. Vielleicht sind diese Farben ein gewisses Wort, ein gewisser Geschmack. Du spürst, dass du mit allen Sinnen wach bist und offen bist. Und du spürst völlig ohne Eile, dass genau die Farben zu dir fließen werden, die du benötigst. Und je länger du diesen Weg gehst, umso klarer und konkreter werden deine neuen Projekte. Ganz egal, ob das jetzt was Kreatives ist, ob das was ganz Physisches ist. Ob das eine Schwangerschaft ist, eine Mutterschaft ist. Ganz egal, ob es um neue Jobs geht.
Du spürst, dass du alle diese Farben finden wirst. Und du spürst auch, dass diese Farben in der Welt sind. Es gibt nichts, was du benötigst, das es noch nicht auf der Welt gibt. Es ist alles da. Und du spürst jetzt, dass du offen dafür bist. Und du bekommst jetzt eine Freude auf diesem Weg. Eine Freude, dass du deine Finger und deine Hände in diese Farben tauchen kannst und ein ganz, ganz neues Gemälde entstehen kann. Eines, das dir entspricht, das deinem Wesen entspricht. Eines, das du nicht malst, um geliebt zu werden oder besonders beachtet zu werden, sondern das du nur malst, damit du dich bereichert fühlst. Für dich selbst. Und du spürst, dass jetzt in dir eine ganz tiefe Dankbarkeit entsteht. Und alle karmischen Programme, die bis jetzt verhindert haben, dass du diese unendliche Fülle spürst, diese Unendlichkeit der Ideen. Alle diese Programme werden jetzt gelöscht. Dies ist ein Abschluss mit deiner Vergangenheit. All das wird aus dir heraus transformiert. Und du spürst jetzt nochmal, wie du freier wirst, wie du klarer wirst. Und atmest mal ganz tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, wie in dir jetzt dein Pioniergeist noch mehr erwacht. Die Kraft, die dich zu neuen Ufern bringt, zu neuen Ideen führt. Und auch die Kraft und den Mut, der dich dazu bringt, empfänglich zu bleiben und alle Aspekte deines Lebens mit Freude zu erfüllen, mit Kreativität zu erfüllen. Und du atmest noch einmal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie du immer mehr und immer mehr ganz entspannt, ganz klar dein Leben in einem neuen Licht gestalten kannst. Und du spürst, dass dieses Licht ein gutes Licht ist, ein bereicherndes Licht, ein nährendes Licht. Und du atmest nochmal ganz tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass sich alles zu einem harmonischen Ganzen fügt. Dass während du diese Meditation gemacht hast, unendlich viele Impulse in dich eingeflossen sind. Und dass du ganz neue Farben in deinem Inneren aktiviert hast. Du bedankst dich jetzt bei der geistigen Welt, bei deiner Inspirationsquelle und atmest nochmal tief ein und tief wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und dann erlaubst du dir wieder ins Hier und Jetzt, in diesen Raum, in diese Zeit zurückzukommen. Bewegst dich mal, streckst dich mal durch. Fühlst nochmal nach.
Und wenn du ganz im Hier und Jetzt bist, dann öffnest du deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was du während dieser Meditation erlebt hast. Sehr gut. Das ist jetzt so der erste Teil gewesen. Das heißt, wir haben da jetzt mal aufgemacht und ein bisschen diesen Mut auch gefunden, immer weiter zu gehen und kreativ zu sein und uns inspirieren zu lassen. Also eigentlich zu inspirieren, noch nicht zu kreativ zu sein, inspirieren. Jetzt füllen wir einfach einmal so unser Glas quasi oder unser Innerstes mit neuen Ideen, mit neuen Farben. Und in diesem zweiten Punkt gehen wir jetzt in uns und formen diese neuen Impulse zu einem eigenen Projekt, zu einem eigenen kreativen Leben. Das wäre so dieses Bild, wo ich sage, ich war jetzt offen, ich war empfänglich, ich habe jetzt ein Kind empfangen und jetzt habe ich diese 9-monatige Schwangerschaft. Da wächst dieses Leben in mir heran und genauso wachsen da auch diese neuen Impulse, diese neuen Ideen. Und das ist jetzt so dieser zweite Teil, wo wir jetzt noch einmal ganz bewusst zur Ruhe kommen und einmal schauen, dass wir all das jetzt sortieren und da eine gute Struktur reinbringen. Und jetzt schließ bitte nochmal deine Augen. Atme tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Spüre jetzt, dass du an einen Raum gehst, dass du zu einem Raum gehst, wo du ganz für dich bist. Das ist dein heiliger Raum. Rund um dich wird jetzt ein weißes Schutzschild aufgebaut, eine weiße Sphäre, sodass du ganz neutral und ganz klar bist. Und du spürst, dass du jetzt ganz viele neue Eindrücke gesammelt hast. Und jetzt beginnst du, diese Eindrücke zu sortieren und auch auszusortieren, wenn etwas nicht passt. Was ist denn dein Ziel, dein Projekt? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein neues Berufsbild, was brauchst du da dazu und was nicht von deinen Inspirationen? Dass dein kreativer, guter Arbeitsplatz entsteht. Du kannst auch, wenn du jetzt wirklich zum Beispiel ein Kind mit einem Kind schwanger bist, schauen, was braucht denn dieses Kind? Ein gesundes Umfeld, frei von Emotionen der Eltern oder der Mutter, einfach Ruhe, Geborgenheit, Klarheit. Du kannst schauen, wenn du zum Beispiel jetzt mehr Sport in dein Leben bringen möchtest, da was Neues entdecken möchtest, was brauchst du denn da dazu und was nicht? Welche Farben helfen dir dabei, ein Bild, ein sportliches Bild zu malen? Welche Farben brauchst du dazu, ein Bild von deinem Traumjob zu malen? Ein Bild von einer neuen Wohnung zu malen, einem neuen Haus zu malen? Ein Bild von einem geheilten Familiensystem zu malen? Und da wird einfach ausgeschieden, das nehme ich. Das hebe ich mir auf. Das arbeite ich neu.
Dann mische ich was neu zusammen. Und genau dieser Prozess passiert jetzt. Und das, was du für diesen Prozess brauchst, ist bedingungslose Liebe. Die bedingungslose mütterliche Liebe, die jetzt auch in dich einfließt. Und in dieser bedingungslosen mütterlichen Liebe sind unendliches Verständnis, unendliche Geduld und unendliche Gnade enthalten. Unendliches Verständnis, unendliche Geduld und unendliche Gnade. Und das ist so diese bedingungslose Liebe, die da jetzt einfließt in dich. Und in dieser Phase kannst du noch frei bestimmen, was kommt dazu, was gehört weg, auf welchen Aspekt konzentriere ich mich mehr, auf welchen vielleicht weniger. Das wird ganz entspannt. Darf sich das jetzt sortieren? Sodass etwas Neues entstehen kann. Also mach dir nochmal bewusst, was möchtest du erschaffen, wofür möchtest du erschaffen, und wähle dann die Inspirationsquellen, die du benötigst, also die Farben, die du benötigst, das dementsprechende Bild zu malen. Aber da wird noch nicht gemalt, da werden nur mal die Grundstrukturen festgestellt. Voller Liebe. Voller Verständnis, Geduld und Gnade. Das Verständnis, was wirklich zu dir passt. Die Geduld, mehrere Möglichkeiten auszuprobieren, mehrere Varianten zu entdecken. Und die Gnade, das zu lösen, wo es sich vielleicht ein bisschen spießt. Und so wächst in dir jetzt dieses neue Bild, dieses neue Projekt mehr und mehr heran. Und du atmest einmal tief ein und wieder aus. Und nochmal ganz tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass während du in dieser Sphäre warst, während du in diesem Kokon warst, in dieser Abgeschiedenheit gewesen bist, dass da was in dir gewachsen ist. Und ähnlich einer Raupe, die sich eingesponnen hat und in diesem Kokon die Transformation zu einem Schmetterling vollführt. Genauso merkst du jetzt, dass diese Sphäre vielleicht ein bisschen enger geworden ist. Dass es jetzt Zeit wird, diese Sphäre zu verlassen, diesen Raum zu verlassen, diese Hülle zu durchbrechen. Und du spürst jetzt, alles ist vorbereitet. Dein Bild in dir ist klar und vorbereitet. Und du hast diese bedingungslose mütterliche Liebe gespürt. Und du bist erfüllt von dieser Liebe, von diesem Verständnis, dieser Geduld, dieser Gnade. Aber jetzt beginnt etwas anderes. Du nimmst etwas anderes wahr. Du nimmst den Ruf
des Vaters, des göttlichen Vaters jenseits dieses Kokons wahr. Den Ruf der geistigen Welt, den Ruf der Erde, jetzt etwas zu manifestieren. Und du spürst jetzt, dass in dir etwas beginnt zu brodeln, dass in dir etwas beginnt aufzusteigen, dass in dir plötzlich unendliches Schöpferpotenzial spürbar ist. Es ist fast so, als hätten sich all diese Farben, diese Einzelfarben zu einem gewaltigen Lichtstrahl gebündelt. Und du spürst jetzt ähnlich wie ein Schmetterling, dass hinter dir in deinen Schulterbereich Flügel gewachsen sind. Und du spürst, dass es jetzt dann Zeit ist, diese Flügel zu entfalten. Aber du merkst auch noch, diese Sphäre ist noch um dich herum, wie ein Kokon. Und du bündelst jetzt deine ganze Energie. Und das ist jetzt der Punkt, wo es einfach Kraft braucht, wo es einfach mal einen Durchbruch braucht. Das ist wie ein Faustschlag, wie ein intensives Ausatmen, da muss jetzt diese Sphäre zerreißen. Da muss man jetzt einfach durchpreschen. Auch wenn ich noch nicht sehe, was dahinter ist, was hinter dieser Wand ist. Ich spüre den Ruf, ich spüre diese Sehnsucht. Und du atmest einmal tief ein und dann mit einem explosiven Ausatmen zerreißt du diese Sphäre, zerreißt du diesen gewohnten Kokon und du streifst ihn ab und du gehst aus dieser Enge raus. Es ist fast so, wie wenn du dich hochziehst, wie wenn du Liegestütz machst, wie wenn du da eine Kraft anwendest, dass du frei wirst. Und du spürst zuerst, du bewegst deine rechte Schulter, das Schultergelenk und drehst es mal nach hinten und dann deine linke Schulter und drehst es nach hinten. Drehst deine Schultern nach vorne und streckst mal, wenn du Platz hast, vorsichtig deine Arme aus und beginnst diese zu drehen, zu kreisen, dich zu strecken und zu dehnen. Gib mal deine Hände so weit nach hinten, wie es geht, dass du eine Spannung spürst. Und dann dasselbe nach vorne, so weit es geht, streck die Hände nach vorne und spann und streck jetzt einfach mal deinen Rücken und atme tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, während du noch diese Anstrengung hast, dass du auf einmal freier bist und weiter. Du hast deine Schwingen, deine Flügel ausgebreitet und du bist aus diesem Kokon, aus dieser Sphäre heraus. Und du spürst, dass du in eine neue Welt gegangen bist. Eine neue Welt, ein neues Lebenskonzept, das du kreativ gestalten kannst. Das sind jetzt Farben in dieser Welt, Klänge in dieser Welt, Gerüche, Geschmäcker in dieser Welt, Eindrücke in dieser Welt, andere Leute in dieser Welt, vielleicht auch andere geistige Wesen in dieser Welt, die du so noch nie wahrgenommen hast. Du bist aus deiner alten Welt, aus deinem alten Wesen ausgestiegen und hast etwas Neues geschaffen. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und ganz tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du einen Zyklus, einen Schaffenszyklus durchlaufen hast. Und das Wesen dieses Zyklus nimmst du mit. Und nach dem Wesen dieses Schaffenszyklus kannst du immer wieder neu
tätig werden, wieder neue Sachen entstehen lassen mit den unendlichen Farben des Lebens. Aber jetzt freu dich, sei stolz auf dich, dass du aus diesem alten Kokon ausgestiegen bist und dass du den Mut aufgebracht hast, etwas Neues zu erschaffen. Und du hast vorher den Ruf der geistigen Welt, des geistigen männlichen Vaters gehört. Und du spürst jetzt, dass du die Kraft und Durchsetzungskraft hast, weiter zu gehen, neue Erfahrungen zu sammeln. Und dass du auf diesem Weg immer wieder anhalten kannst, innehalten kannst, um wieder inspiriert zu werden, Neues zu erschaffen. Und du spürst jetzt, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hast du schon öfter gespürt, dieses Gefühl, Schöpferin, Schöpfer zu sein, dieses Leben zu gestalten. Du spürst, was es heißt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und du bist für diese Erfahrung unendlich dankbar und umarmst deine Schöpferin, deine Innere und deinen inneren Schöpfer. Atme noch einmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und bedank dich jetzt nochmal bei der geistigen Welt für diese Führung. Für diese Empfängnis, für diese Geburt, für diesen kreativen Vorgang. Spür ein bisschen nach. Und dann erlaube dir, genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Atme tief ein und aus, streck dich nochmal durch. Nimm nochmal wahr, was du gerade gemacht hast. Und klopf dir ruhig auf die Schulter, während du wach wirst, während du wieder zurückkommst und sagst, gut gemacht. Begrüße auch in deinem Alltagsbewusstsein die Schöpferin, den Schöpfer in dir. Spür die unendlichen Möglichkeiten, die dein Leben bereithält. Atme nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir dann, ganz ins Hier und Jetzt zurückzukommen und sei ganz stolz auf dich. Du hast jetzt einen wirklich großartigen Weg hinter dich gebracht.